Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Seit langer Zeit mal wieder. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch in Zukunft häufiger Zeit haben werde. Und ich hoffe, dass mich das Spiel einfach so krass fesselt, dass ich mir die Zeit auch nehme, um es weiter zu spielen. Und ja, freue mich auf das neue Let's Play zu Prey. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich, es wird als Nachfolger von Half-Life 2 gehandelt. Ob dem auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Wir werden es mal ausprobieren, wir werden sehen. Half-Life 2 habe ich zwar auf meinem Kanal nicht Let's Played, aber gespielt habe ich natürlich selber schon, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob es wirklich an ein Half-Life 2 rankommt. Bevor wir jetzt anfangen, noch ganz kurz vielen Dank an meinen Sponsor GamesPlanet.com, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben, damit ich es spielen kann. Wenn ihr also mich unterstützen wollt, dann klickt mal unten auf den Link. Prey bei GamesPlanet.com kaufen, dann kauft ihr das Spiel nicht direkt, sondern ihr kommt einfach nur auf die Seite und könnt euch angucken, ob ihr Bock habt, das Spiel zu holen oder vielleicht auch irgendwas anderes bei GamesPlanet.com. Vielen Dank und jetzt los. Kampagnen-Speicherplätze, ganz klassisch, 3 Stück. Und leicht, das Überleben wird dir nicht schwerfallen, wahrscheinlich. Setz deinen Verstand, Waffen, Fähigkeiten ein, um zu überleben. Dein Verstand ist das Einzige, was dich am Leben halten wird. Nichts kann ich retten. Also ich werde mal schwer nehmen, denke ich, weil ich glaube, es wird schon eher so ein Ego-Shooter-Spiel sein. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, das wäre ja kein Nachfolger von Half-Life 2. Und ich spiele eigentlich die Ego-Shooter-Spiele immer auf dem entweder schwierigsten Schwierigkeitsgrad, wenn es nur 3 gibt. Und wenn es halt mehr als 3 gibt, also so ein ganz, ganz schweren, dann nehme ich eigentlich immer den zweitschwersten, in dem Fall schwer. Ich glaube, Albtraum ist wieder sowas von wegen, sollte man nur spielen, wenn man schon mal durchgespielt hat. Also nehmen wir schwer. Ach so, ich muss ja auswählen. Männlich oder weiblich? Also ich werde natürlich männlich nehmen. Mal ein bisschen die Grafik angucken, sieht ganz gut aus. MU. Ah, irgendein Asiate, wie es aussieht. Und sie auch, MU. Sind das Geschwister oder ist das jetzt einfach... Was ist mit ihrem Auge los? War das gerade so komisch rot? Kann das sein? Egal, ich glaube, ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Ich würde irgendwie auch gerne sie nehmen, wenn ich ehrlich bin, aber... Ich denke, ich werde dann trotzdem den Kerl nehmen. Mit einem Mann kann ich mich einfach besser identifizieren als mit einer Frau. Du betrittst dein Apartment. Du warst in deinem Apartment im Jahr 2032, also ein bisschen in der Zukunft. Aber nicht sehr weit in der Zukunft. Das ist dann vielleicht im Jahr 2032 noch nicht ganz so wie in dem Spiel jetzt hier, denke ich mal. Ich weiß es nicht, ich kenne das Spiel nicht. Wie gesagt, wir spielen es blind, so wie es sein muss. Besten Let's Plays sind immer blind. Für alle, die nicht wissen, was blind bedeutet, man hat es noch nicht gespielt, man hat noch keine anderen Let's Plays dazu angeschaut oder Videos. Ich schaue mir noch nicht mal Trailer an von irgendwelchen Spielen. Ich meine, Trailer ist nicht schlimm, man kann auch Let's Plays blind spielen und hat halt Trailer gesehen vorher. Das macht nichts, weil in Trailern sieht man ja nicht wirklich viel. Aber ich gucke mir weder von Film noch von Videospielen Trailer an, weil ich einfach, keine Ahnung, da keinen Bock drauf habe. Meistens, entweder sind sie total geil, dann habe ich Bock, das Spiel direkt zu spielen, muss warten, oder sie sind halt einfach blöd und versauen mir die Lust aufs Spiel. Also, ich kann meistens auch ohne Trailer einschätzen, ob ich ein Spiel interessant finde oder nicht. Das heißt meistens, das ist eigentlich immer so. Ganz selten, dass ich mir irgendwelche Referenzen oder sowas angucke zu einem Spiel. So, beliebige Taste. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Vorbestellerbonus. Danke, dass du Prey vorbestellt hast. Deine Vorbestellerboni findest du in einem speziellen Behälter morgens Büro. Ach, Kacke, Mann. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Geiles. Wie heißt denn die Frau eigentlich? Moriana? Morgana? Da kommt irgendwas Geiles zum Spiel. Dann ist es der Vorbestellerbonus. Du kannst die Tutorial-Nachrichten auch später. Ja, es ist geil. Okay. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist.
Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay, also erster Eindruck ist ziemlich positiv. Also erstens mag ich irgendwie, dass es so hell jetzt gerade erstmal ist. Keine Ahnung, ist ein freundlicher Einstieg ins Spiel auf jeden Fall. Und mir gefällt auch die Grafik. Tür klemmt, was? Ich will aber raus. Wenn die Aussicht angucken, man kann ziemlich weit blicken. Erinnert ein bisschen an GTA, muss ich gerade so feststellen. Also vom Blick jetzt in die Stadt rein. Nicht ganz so futuristisch, wie ich mir es vorgestellt habe. Erinnert an, geil, da hinten noch eine Brücke. Erinnert ein bisschen an GTA. Wie gesagt, sehr angenehme Grafik. Gefällt mir bis jetzt gut. Und wie es aussieht, können wir hier alles Mögliche durchsuchen. Dann machen wir das mal. Hier war unser Bett. G. G ist durchsuchen, nicht F? Okay, da ist gar nichts drin. Moment mal, das ist sehr merkwürdig. G ist immer Granate. Da gehen wir mal ganz kurz in die Option rein. Und in die Steuerung. Und in die Tastenbelegung. So, was ist denn dein F? Benutzen, tragen. Ach, das ist eine extra... Das ist eine Extra-Taste benutzen und durchsuchen. Na gut. Naja, dann werde ich mich schon dran gewöhnen, dass es auf G liegt. Steht ja auch da, ist ja nicht so, dass ich es nicht mehr weiß, dann irgendwann. Okay, zurück. Okay, jetzt spinnt irgendwie die Anzeige rum und denkt immer, ich spiele mit dem Controller. Was ist denn da los? Bewegt sich der Controller irgendwie dumm? Also ich habe immer meinen Xbox 360-Controller angesteckt, aber ich dachte eigentlich, der würde sich gerade nicht bewegen. Ja, jetzt geht's wieder. So, ach so, man sieht auch immer vorher schon, was drin ist. Man muss also gar nicht dummerweise so durchsuchen. Kann ich eigentlich... Ja, das ist springen. Das Ding da oben. Okay, der Sprung fühlt sich total unrealistisch matzig an. Also ich weiß nicht, sind wir überhaupt auf der Erde? Es kann natürlich sein, dass wir auf einem anderen Planeten sind und da die Anziehungskraft ein bisschen anders ist, weil so fühlt sich's gerade an. Als wäre ich auf dem Mond oder so. Aber egal. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung, Neuromods sollten nur unter kontrollierten Bedingungen durch zertifizierte Transtar-Techniker installiert werden. Nach der Prozedur können leichtes Unwohlsein, Schwellungen und Augenrötungen auftreten. Erstens, entfernen Sie Neuromod aus dem vakuumversiegelten Behälter. Zweitens, drücken Sie die gummierte Okularmuschel fest gegen den Knochen der Augenhöhle. Drittens, halten Sie das Auge geöffnet. Viertens, drücken Sie den orangefarbenen Auslöser und halten Sie die Neuromod 5 Minuten gegen das Auge. Fünftens, entsorgen Sie die benutzte Neuromod im beigefügten Beutel für biologische Gefahrenstoffe. Gut zu wissen. Ein Stück benutzter Plastikschlauch. Ausgefranstes Kabel. Eine Spule mit einem alten, ausgebrannten Kabel. Warum hat man denn bitteschön sowas? Alles nehmen ist F, okay. Hä? Alles nehmen habe ich doch gedrückt. Alles nehmen. Moment mal. F und... Was ist denn das? Was bedeutet denn dieses Dreieck vor F? Ah, ich glaube großes F, also Shift. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist Shift. Was wollte ich sagen? Erstens, wir hatten ein ausgefranstes Kabel und einen benutzten Plastikschlauch in seinem Nachttischschrank. Also das ist gerade... Da hätte man vielleicht ein bisschen logisch agieren können. Ich sollte auch irgendeinen Anzug anziehen, wenn ich mich recht entsinne. Fallen lassen, werfen. Oh, fuck. Ich wollte das aber überhaupt nicht rausnehmen. Das soll da drin liegen bleiben. Das sieht doch viel besser aus. Sehr schön. Okay, die Schuhe, das... Ja, können wir einfach... Oh, fuck, jetzt muss ich das auch wieder reintun. Na also. Gute Physik, wie es aussieht. Ja, wir nehmen mal nichts davon, weil das werfen wir dann einfach nur rum. Das bringt uns gar nichts. Benutzter Plastikschlauch. Also das ist auf jeden Fall wieder ein Crafting-Game. Man merkt schon, man findet hier... Durchgebrannte Platine. Man findet hier... Wie komme ich denn eigentlich in mein Menü rein? Wo ist mein Menü? Inventar vielleicht? Ja. Eine nutzlose Platine, ja. Also man findet viele Sachen, mit denen man wahrscheinlich an Sachen bauen kann, würde ich mal behaupten. Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Auszug aus Kapitel 3 des Buches Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache von Sebastian Smith. Sprachkonvertierung ermöglicht Synthesesystemen die Erzeugung von Sprache auf Basis einer Quellstimme oder vollkommen neuen Stimmen. Ohne umfangreiche Aufnahme und vorherige Bearbeitung. Die Qualität der daraus resultierenden Stimme hängt von den Trainingsdaten, der Genauigkeit der Konvertierungsfunktion sowie Beschränkungen der Prozessorleistung ab. Gut zu wissen. Noch irgendwas? Ausgespanntes Kabel. Ziemlich groß. Also wir können auch wieder sehr, sehr viele Sachen, wie es aussieht. Oh, fuck. Auch sehr viele Sachen, wie es aussieht, wieder untersuchen. Tutorial.
Arbeitsterminals. Viele Transstar-Angestellte haben ihre eigenen Arbeitsterminals. Für gesperrte Terminals brauchst du ein Passwort. Suche in der Umgebung nach Hinweis oder setze die Hackerfähigkeit ein, um die Anmeldung zu umgehen. Auf Arbeitsterminals findest du E-Mails, Dateien zum Download oder besondere Programme. Das ist ja wohl mein eigener, oder? Das ist Pizza. Objekt untersuchen. Paradox. Das ist mein Passwort? Also wenn ich einfach auf benutzen, ah, okay. Gratuliere und willkommen. Hallo Morgan. Hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen und Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker, Personalabteilung, Forschungsstation Talos 1. Lieferung. Aber man kann nicht mit linker Maustaste aussehen, man muss auf F drücken, was ist denn da los? Hallo, ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und ein Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich, wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung, ich melde mich später, bis dann. Bereit von Alex Yu. Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Die sind in New York. Firmenzeug. Wir sind also auf der Erde. Warum ist das dann so ein matschiger Sprung? Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und auf dich hören. Also so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für das... für da oben, also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgen an, um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald, morgen. So. Sonst gibt es jetzt noch Elektronik leicht gemacht. Wo, liegt hier irgendwo die Euromod rum, oder? Euromod, hieß das so? Hab ich mich gerade versprochen, ich weiß es nicht mehr. Elektronik leicht gemacht. Von Antoinette Sokol. Mit einer Reihe praktischer Experimenten werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digitalelektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst so schön gesagt, zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Das stimmt, wir finden echt einen Haufen Schrott hier. Das ist sehr merkwürdig. Warum liegt das in meinem Apartment rum? Petits. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Die wissenschaftliche Methode. Ausdruck aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten eine Mathematiker auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, angesichts Alec Hughes Überzeugung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst vielleicht, aber mich nein. Alex lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Okay. King and Wasek. Trinken? Nee, wir sollen ja jetzt arbeiten, deswegen würde ich sagen, nehmen wir den mal nur mit. Und trinken den nicht direkt. Das wäre sehr merkwürdig am ersten Arbeitstag. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Ich hoffe mal, dass da, ja, nun Auszug. Oh, zum Glück. Von Elliot N. Shaw. Transglutaminase, TG oder Tegase, ein in Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößen herzustellen. Wird umgangssprachlich auch als Fleischkleber bezeichnet. Tipp für Köche, wenn Sie die Haut eines Hühnchens auf einen Lachs kleben, schützen Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Okay, probiere ich mal nicht aus, glaube ich. Waschbecken. Ja, das sieht aber sehr merkwürdig aus, wie das Wasser da... Seht ihr das? Was ist denn das? Das ist aber überhaupt nicht... Was ist denn das für eine Animation? Das ist einfach immer so ein Fleck, der sich da nach innen zieht. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwo richtig gute, realistische Wasserhähne gesehen habe, wo Wasser rausläuft im Spiel. Wie das Wasser so rausläuft, geht ja auch. Und vielleicht auch, wie es aufkommt. Aber der ganze Rest ist Quatsch. Egal, ich halte mich schon wieder mit Kleinigkeiten auf. Okay, scheint kaputt zu sein. Passiert gar nichts. Gluca Assist. Ach so, man kann das Zeug auch einfach rausnehmen. Man muss es gar nicht durchsuchen. Sagt mir das doch. Eine Tüte Notfall-Traubenzucker stellt 5 Gesundheit wieder her. Ich glaube, das ist nicht viel.
Haben wir noch mehr Schränke? Ah, die sind leer. Oh, da ist was drin. Sollen getrocknete Tomaten. Eine Tüte veganer getrockneter Schinkentomaten. Schinkentomaten, vegane Schinkentomaten. Sehr geil. Noch mehr. Leer. Leer. Ist wirklich viel leider nicht drin. Kühlschrank tragen. Hebekraft 3. Oh Gott. Naja, tragen will ich ihn jetzt eigentlich erstmal nicht. Sky King Granatapfel. Ein blauer Granatapfel, der speziell gezüchtet wurde, um unter der Bedingung an Bord der Talos 1 zu wachsen. 5 Gesundheit. Und grüner Cold Mountain Tea. Eine Dose erfrischender kalter grüner Tee von Transstar Kitchen. Vielleicht kann man ja auch die Sachen zusammenmischen und sie... Nee, Schiff sorgt nicht dafür, dass wir alles nehmen. Was muss ich denn drücken, damit ich alles nehmen kann? Naja, egal. Vielleicht kann man die Sache auch irgendwie mixen, dass die dann im Endeffekt zu irgendwas werden, was ganz doll sehr viel Gesundheit wiederherstellt, ist ja oft zu spielen. Wie zum Beispiel bei... Mir fällt der Name nicht ein. Im Herzen eines Vox von P-Sudo. Das Zubereiten eines Gerichts mit Hilfe des Vox ist eine erfurchtgebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Jede einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält die Erinnerungen an ein Gericht fest, welches in der Stahlschüssel des Vox zu gaumenfreudiger Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerhall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterlichen Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Ich habe leider keinen Wok. Ich habe auch keinen Kochfeld, was dazu passen würde. So, ich glaube, wir haben es gleich, meine Freunde. Sofa kann man auch tragen. Oh, ein merkwürdiger Controller. Im Zuge des Fermi-Problems. Ah, das kenne ich, das Fermi-Problem. Googelt mal oder sucht mal auf YouTube nach dem Fermi-Problem. Es ist sehr, sehr interessant. Stellen Sie sich Dr. Robert James III. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt. Viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heute vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? Und wer das wissen möchte, wer dieses Fermi-Problem näher kennenlernen möchte, unbedingt mal auf YouTube suchen, gibt's gute YouTube-Videos dazu. Prinzipien der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht und stürbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz in biologischen Abläufen, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unserem eigenen Geruchssinn, haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Okay, viele schwierige Wörter in dem Spiel. Die Technik der Regelkreise von Sven Schirt. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe dem Referenzsignal zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich sowas wissen muss. Das Feuer in den Gleichungen, Kapitel 1 des Buches bla 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 von Stuart Penrose. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Haben wir jetzt alle? Ich glaube, eins fehlt mir, oder? Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtsammlung der Tang-Dynastie. Auf dem Storchenturm von Wang Xuan. Okay, ich kann leider keine chinesischen Schriftzeichen lesen, tut mir leid. Aber jetzt haben wir alles. Sehr dunkles Bild. Da bin ich drauf, aber nicht die Frau. Das heißt, die ist nicht mehr existent, die Frau. Man sucht sich also aus, ob man als Frau oder Mann spielt und das Gegenstück ist nicht die Schwester oder der Bruder. Das wäre eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn die dann trotzdem im Spiel vorkommen, als Geschwister. Würde mir zumindest gefallen. Jetzt sind wir noch im Bad. Da sieht es wieder genauso merkwürdig aus. Also, das hab ich mir schon gedacht. Ah, ein paar Krawatten. Teilweise sehr merkwürdig aussehend.
Naja, ich sag mal nichts mehr über die Wassereffekte, aber die sind jetzt hier, glaube ich, auch nicht so wichtig. Oh, schön, dass wir auch nicht machen können. Die Dusche können wir aber nicht abmachen. Das ist eine relativ große Duschkabine, oder? Die meisten haben immer noch so ein Quadrat hier und nicht zwei. Ah, die scheinen auch Fettkohle zu haben, wie es aussieht. Kann ich Musik anmachen? Nee. Wo ist denn eigentlich der Fernseher? Ach, das ist der Fernseher. Ach, ich habe gerade gedacht, das ist ja nur ein Bild. Ah, das ist der Fernseher, alles klar. So, okay, jetzt genug rumgearbeitet, jetzt gehen wir mal weiter. Der erste Tag. Zieh deine Transstar-Uniform an. Oder Transstar. Neues Ziel. Steige den Helikopter auf dem Dach. Das ist echt krass. Ich denke, das sieht man auch. Man ist ja mega lange unterwegs. So, das ist echt ein merkwürdiger Sprung. Man kann auch klein springen und hoch springen, aber es ist echt komisch. Ah. Sogar ein richtiger Fisch drin. Ist sogar richtig, richtig krass 3D-mäßig animiert. Aber ist echt klein. Also ist echt ein sehr trauriges Becken mit nur einem Fisch drin. Der hat auch gar keine Freunde. Tür verschlossen. Guten Morgen, Mr. Hugh. Guten Morgen, Patricia Farmer. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Was sind denn das für Gesichtszüge? Guck mich doch mal bitte an. Ach, ich kann ja mit ihr reden. Schade. Jetzt. Sie müssen den Aufzug nehmen. Boah, der hat ja mega fette Augenringe gehabt und so. Die sehen alle ein bisschen. Auch schon die zwei, die wir auswählen konnten, die Frau oder der Mann. Die sahen. Was? Sprinten? Ah, sehr gut. Die sahen auch schon so ein bisschen merkwürdig, also nicht ganz realistische Gesichtszüge, also so eine Eigenart halt wieder, wie manche Spiele das halt einfach haben mit dem Darstellen ihrer, Protagonisten und generell mit dem Darstellen von Personen. Ansonsten ist es aber halt schon ein realistisches Darstellen der Umwelt. Kein Comic-Style oder so. Roof Access. Und wie gesagt, ich mag eigentlich auch die Grafik. Vielleicht sind die Gesichtszüge etwas merkwürdig, aber Grafik an sich so ist geil. Und diesen Helikopter springen. Oh! Kann nichts passieren, wie es aussieht. Ist ja auch geil eingerichtet, ey. Sieht aus wie eine Limousine oder sowas. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Die Transstar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Hauptsache nochmal Bethesda-Werbung da drauf gehabt auf dem Dach. Wie geil, ey. Ich glaube, wir haben uns nicht angeschnellt. Aber egal, genießen wir die Aussicht, wobei jetzt gerade alle Hochhäuser uns die Aussicht eher versperren. Ich würde lieber darüber gucken, verdammt. Nice. Okay, die Darstellung von Dingen im Hintergrund ist nicht ganz so geil wie bei Witcher Schöner 3. Blick auf die Bucht. In Arcane Studios Production. Nochmal Werbung. Ja, also ist nicht ganz so. Also ich hab's schon auf Maximum gestellt, die Grafik, das so nebenbei. Aber absolut ausreichend und wie gesagt, man kann ja auch nicht erwarten, dass jetzt alles so geil wie Witcher 3 ist. Ich rede halt immer total ungern über Grafik, weil es immer so ein Gefühl vermittelt, dass es einem total wichtig ist, dass man eine mega geile Grafik hat. Aber jeder, der meine Let's Plays länger anschaut, der weiß eigentlich, dass bei mir wirklich das Spielgefühl an allererster Stelle steht und ich eigentlich nur über die Grafik rede, weil die meisten Zuschauer das einfach erwarten, dass man einfach so Grafik sagt. Aber die spielt für mich keine Rolle. Wenn das Spiel gut läuft, wenn das Handling geil ist, das Gameplay geil ist, die Story geil ist, dann ist mir einfach die Grafik egal. Ich mag ja auch alte Spiele mit entsprechend nicht mehr aktueller Grafik. Da wären wir, Mr. Hugh. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Gib dich zum Test herum. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn der Protagonist halt nicht antwortet, so, obwohl die ja mit einem reden, ne? Ich meine, klar, ich kann halt jetzt antworten, aber es ist halt irgendwie anderes, als wenn der. Ich glaube, das machen die halt einfach, damit man sich mehr in die Rolle reinversetzt und besser identifizieren kann mit demjenigen, weil wenn er selber antwortet, dann ist, hat man vielleicht weniger das Gefühl, dass man das selber ist, sondern dass man halt wirklich ihn nur steuert. Aber egal. Es kommt immer aufs Spiel an, ob man sich gut Hallo, reinversetzen kann. Dr. Yu. Hallo. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Okay, und wie fliegst du? Ach, da kommen Dinger. Ah, da kommen
Ja, okay, es kommen also gibt es auf jeden Fall Steuerdüsen, das sieht man, wenn es sich hin und her bewegt, aber ich weiß nicht, wie es in der Lage ist zu schweben. Ach doch, hier unten, da unten wird irgendwie Wärme oder so abgestrahlt. Alles Bald klar. werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Na dann, gehen wir da mal hin. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Wozu muss ich das bestätigen? Okay. Geht aber sehr schnell, der Fahrstuhl. Oh, ich hab Hunger, ey. Ich muss auf jeden Fall erstmal. Ich wollte jetzt 30 Minuten machen ungefähr als Aufnahme. Aber ja auch viel Vorgeplänke. Ich werde erstmal was Morgen. Essen. Endlich. Also was essen, bevor ich weitere Folgen aufnehme. Alex, Yu, das ist wahrscheinlich mein Vater. Ja, die Gesichtszüge, also das, man sieht schon, die haben da so einen eigenen, die haben da einen eigenen Stil. So ein bisschen verwaschen, so ein bisschen dreckig, aber muss ja jetzt nicht schlimm sein. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Alles klar. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Ach, das wird... Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Das ist also mein älterer Bruder, alles klar. Ein bisschen dick, ne? Das hatten wir schon, die wissenschaftliche Methode. Dr. Yu. Ting Room. Kann man eigentlich einfach immer so speichern? Ja, sehr schön. Hä? Ah. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Was war das denn für ein Test? Entfernen Sie die Kisten so schnell wie möglich, okay? Wollen die meine Reaktionszeit testen oder was ist das hier? Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Was? Aber ich kann ja auch einfach jetzt überlegen. Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Hä? Was war das denn? Wie soll ich mich denn hier verstecken? Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan.
Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Die erwarten wahrscheinlich, dass ich meine Psy-Kräfte einsetze, die ich halt noch nicht gelernt habe oder so. Irgendwas Verrücktes halt. Okay. Jetzt muss ich aber, also erst, was, ich kann nicht speichern? Warum kann ich jetzt nicht speichern? Oh. Okay, dann machen wir es halt noch. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Ich glaube, ich gehe an einen vertrauten Ort. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Das ist doch nicht fair. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Was? Ich glaube, ich habe Angst. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis wechseln, dann kommt ja nur einer ums Leben. Ich kenne die Frage eigentlich mit 10 Menschen auf dem einen Gleis und man kann es umlenken, auf dem anderen liegt aber ein Baby. Und ob es wert ist, ein Baby zu opfern für 10 Menschen halt. Das Gleis wechseln. Ja, einer für 5 halt, ne? Gut, weiter. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Was? Ja, ich stoße den dickleibigen Mann, würde ich sagen. Ach du Scheiße, das sind ja... Ach du Scheiße. Aber 5 für 1 halt wieder. Was soll ich machen, Mann? Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch das würde ihren Tod bedeuten. Den dickbeinigen Mann stoßen. Oh Gott. Also, im echten Leben kommt die Situation nicht vor, man weiß ja, dass man den Zug nicht stoppt, nur weil man aufs Gleis springt. Deswegen kann ich es gerade nicht sagen, also deswegen kann ich es gerade nicht so entscheiden, wie es im echten Leben machen würde, weil das ist einfach nicht realistisch, das passiert einfach nicht. Das kommt nicht vor. Man weiß, dass man keinen Zug stopft, nur weil man da dagegen springt oder so. Ich glaube aber jetzt aufs Spiel bezogen, da ja schon eher rechtschaffen oder chaot oder verrückt, chaotisch gut spiele, würde ich wahrscheinlich selber aufs Gleis springen. Wow. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte sehr... Ja! Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Okay. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hä?
Ist das jetzt der gleiche Tag wie gerade eben schon mal? Was ist denn jetzt passiert? Was? Bin ich gestorben? Geht alles wieder von vorne los? Was? Hä? Ich bin... Ich bin gerade... 6 E-Mails. Ne, es sind jetzt mehr E-Mails. Ich bin trotzdem gerade verdammt überrascht. Okay, wir speichern erstmal. Ich habe mega Hunger. Muss jetzt erstmal hier pausieren. Aber ich bin gespannt auf die nächste Folge auf jeden Fall. Also das hat mich jetzt auf jeden Fall angefixt. Ich habe jetzt Bock weiterzuspielen. Aber ich muss noch was essen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, euer Paxis. Denkt dran, gamesplanet.com, geht mal drauf. Link, geil, schön. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben und so weiter. Tschüss.